Halbschriftliches Multiplizieren geht eigentlich so, wie wir das schon kennen. Normalerweise machen wir doch hier einen Strich drunter und sagen dann, ja, 6 mal 5 und so weiter. Wir lassen mal den Strich, dann sind wir nämlich schneller fertig. Also, wir sagen einfach 6 mal 5 und jetzt fangen wir hier weit hinten an, damit wir hier nicht alle Zahlen quetschen müssen. Also 6 mal 5 ist 30. Wir schreiben eine kleine 3 hin als Übertrag. Dann kann man sich ruhig mal eine Pause gönnen. 6 mal 4 ist 24 und 3 ist 27 und die schreiben wir einfach darüber. Das sieht zwar doof aus, aber es reicht uns absolut. So, jetzt hatte ich gesagt, 6 mal 4 ist 24 und 3 ist 27. Wir dürfen nämlich hier dieses kleine bisschen Übertrag nicht vergessen. 6 mal 3 ist 18 und 2 ist 20. Wieder den Übertrag. 6 mal 2 ist 12 und 2 ist 14. Und schon haben wir, auch wenn die Zahl jetzt ein bisschen dumm aussieht, die Sache fertig. Ich habe folgenden Vorschlag. Ich mache das so, ich schreibe mal eine Aufgabe auf, dann schreibt ihr die Aufgabe ab, ich drücke in der Zeit die Pause-Taste, ihr drückt auch die Pause-Taste und dann werden wir mal sehen, was rauskommt und dann erkläre ich es notfalls nochmal. Wir machen gleichzeitig eine Übung daraus. Also, ich lasse mir irgendeine komische Zahl einfallen. 7, 5, 6, 4, 3. So schreibt man auch ab, am besten 7, 5, 6. Schreibt man ab, 7, 5, 6 und dann 4, 3 und das mal 7. So, ich drücke jetzt die Pause-Taste, ihr auch. Und dann rechne ich in der Zeit aus und dann können wir uns gleich wieder sehen. Probiert's mal aus. Zugegebenermaßen, ne, sieht ein bisschen doof aus, aber die Zahl heißt 529501. Oder anders gesagt, man trennt das dann hier mit Hochkomma, 529501. Durch die Überträge, wie gesagt, sieht das ein bisschen doof aus. Ihr macht das natürlich schlauer, ihr schreibt die Überträge dünner hin. Dadurch kann man die besser überschreiben. Nächste Zahl, 7, 9, 4, 5, 8 mal 8. Pause-Taste zu Hause drücken, abschreiben, selber rechnen und ich drücke auch die Pause-Taste und rechne es aus. Na, habt das auch so? Nächste Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 mal 6. Pause-Taste und dann sehen wir uns wieder. Na, 74.070. Gut, noch eine und dann lassen wir es dabei bewenden. Man kann Folgendes machen, man lässt sich eine Zahl einfallen, multipliziert die, zum Beispiel diese hier, nimmt dann einen Taschenrechner und gibt dann die 635.664 ein, teilt durch 8 und dann muss die 79.458 wieder rauskommen. Also noch eine verrückte Zahl, 9903945 mal, was hatten wir noch nicht, mal 6, mal 7, mal 5, mal 8, mal... Mal 4. Gut, Pause-Taste, abschreiben, ausrechnen, wir sehen uns wieder. Zugegebenermaßen, die Zahl hier, die ist ein bisschen verrückter, auch wegen der 0. Da muss man an der Stelle aufpassen. Wenn ich also hier eine 1 als Übertrag hatte, ne, das, dann kommt also 4 mal 3 ist 12 und die 3 Übertrag ist 5. 10, habe ich hier eine kleine 1, dann sage ich 4 mal 0 ist 0 und die 1 ist 1. So, die Zahl ist sehr groß geworden und wir können abtrennen und das heißt eigentlich 396.157.824. Gut, ich wünsche viel Spaß beim Üben. Ihr wisst ja, wie es funktioniert jetzt. Notfalls mit dem Taschenrechner rückwärts rechnen, dann muss das erste wieder rauskommen. Ne? Also diese Zahl eintippen und dann durch 4 rechnen, dann kommt die wieder raus. Und so weiter und so fort. Macht euch noch ein paar Übungsaufgaben. Jede Aufgabe dauert eine Minute. Nicht mal, guckt mal, wir haben jetzt 4 Minuten gerade durch. Ungefähr und haben schon 5 Aufgaben gerechnet, inklusive Erklärung. Also es sind 5 Minuten Übungen, habt es drauf. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Verstehen und beim Üben und bis dann. Tschüss.